Hör mal, unten schreit das Kind. Willst du Bier? Nee. Fernsehen? Nee. Salzstangen? Nee. Hast du was? Geärgert habe ich mich wieder über die von unten. An ihrer Stelle würde ich es mir noch mal überlegen, hat sie gesagt. Lass es doch. Erst waren wir ihnen gut genug als Mieter, als sie noch die Schulden auf dem Haus hatten. Aber jetzt, wo das Kind da ist, wollen sie die Wohnung als Eigenbedarf. Das heißt Eigenbedarf. Ihre Mutter will sie hier reinsetzen, damit sie auf das Kind aufpasst. Damit sie wieder arbeiten gehen kann, diese raffgierige Ziege. Und die kriegen uns hier nicht raus. Uns nicht. Dass die das Kind so schreien lassen. Ob sie es gar nicht hören? Die haben doch selbst Ohren am Kopf. Aber das hat doch noch nie geschrien. Pass mal auf. Du brauchst dir wegen denen da unten keine Gedanken zu machen. Das habe ich dir schon oft gesagt. Erstens mal haben wir einen Mietvertrag, den sie vorläufig nicht kündigen können. Und dann haben wir einen Mieterschutz. Und dann nehmen wir uns einen Rechtsanwalt. Bis die uns hier rauskriegen, ist das Kind doch schon längst verheiratet. Da brauchen die die Wohnung gar nicht mehr. Warum die bloß so schreit, die Kleine? Ob da was nicht stimmt? Was soll denn da nicht stimmen? Vielleicht sind die weggegangen und das Kind ist allein. Dann lässt doch ein Kind nicht alleine. Die sind ja auch nicht weggegangen, als Karlchen noch so klein war. Und wenn das nun Angst hat oder hat sich was getan? Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht haben sie das Kind selber verhauen. Und deswegen brüllt das so. Und so wie die uns behandeln, prügeln die auch ihr Kind. Aber so lange lässt man doch ein Kind nicht schreien. Die schon. Hörst du ja. So mal richtig schreien, die Kleine. Damit die Nachbarn das alle hören, was das für Leute sind, die ihr Kind so behandeln. Also ich halte das nicht aus. Warte mal. Ist das so? Nein. Bitte nicht, meine Nerven. Quatsch. Du immer mit deinen Nerven. Und wenn den Eltern nun was passiert ist? Man liest doch immer so schreckliche Geschichten, da passiert den Eltern was. Solche wie die passiert nichts. Es trifft immer nur anständige Menschen. Und nie die richtigen. Also, ich halte das nicht länger aus. Wirklich, ich kann das nicht länger. Also, schön. Gehen wir. Wenigstens mal klingeln, ob alles in Ordnung ist. Quatsch! In die Kneipe an der Ecke gehen wir. Ein paar schöne Bierchen vom Fass. Ein Kind kann ja nicht ewig brüllen. In 14 Tagen haben wir sie weich.